Ne? Einer kommt noch, da hinten haben wir einen. Lars Berg Andersen wird reingeführt von Tjaki. Die beiden trainieren gemeinsam. Es geht los. Lars Berg Andersen mit Vekona. Auch wenn hier Nelen Jonathan Ratnasingam, der ja, Besitzer, nicht mit dabei ist. Wir kennen ihn ja, er ist selber ja auch ganz aktiv und erfolgreich im Amateursport. Der wird garantiert den beiden ganz, ganz feste die Daumen drücken. Es geht hin auf die letzten Meter. Ist er schneller als der Jörgel? Der hatte 35,14 und deutlich schneller. So tanzt Tjaki, wenn es klappt. Lars Berg Andersen benötigt lediglich 33,78 Sekunden, um hier strafpunktfrei zu bleiben. Holt sich damit den Sieg im Holsteiner Masters. Lotto 3+1, meine Damen und Herren. Wie das mit der Finalabrechnung aussieht, das werden wir gleich noch bei der Siegerehrung sehen, meine Damen und Herren. Jetzt wird schon fleißig umgebaut zu derjenigen und dann, tja, und dann freuen wir uns auf den großen Preis. Haben Sie den Zeitablauf genau vor Augen? Wenn nicht, ich darf es Ihnen sagen, um 14.15 Uhr, das heißt, tja, fast genau eine Stunde geht es damit los. Bis dann.